Hey, ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn ich weiß, dass das ganze Konzept von so einem Jahresrückblick natürlich immer in gewisser Weise auch sehr narzisstisch ist und deswegen weiß ich es umso mehr zu schätzen, dass ihr heute zuschaut, wie ich mein letztes Jahr Revue passieren lasse und euch so ein bisschen mitnehme, einmal von Januar bis zum Ende des Jahres, was in der Zeit passiert ist, was ich fotografiert, gefilmt und gesehen habe und auch was abseits von Fotos so ein bisschen passiert ist. Also fangen wir am besten direkt mal mit dem Januar an. Der Januar hat bei uns sehr verschneit angefangen und ich habe die Gelegenheit gleich mal genutzt und bin rausgegangen fotografieren, denn so viel Schnee gibt es bei uns nicht so häufig. Letztes Jahr ein bisschen mehr, aber generell nicht so häufig. Und ich habe diese Bäume hier im Schnee entdeckt und ich weiß nicht warum, aber die Szene hat direkt so eine Ruhe auf mich ausgestrahlt. Ich habe das gesehen und habe das auch direkt in diesem 21 zu 9 Format gesehen. Und ich wusste gleich, was ich mit dem Foto mache und wie es am Ende aussehen soll. Und je weiter das Jahr vorangeschritten ist, desto mehr ist mir dieses Foto ans Herz gewachsen. Und ich kann noch nicht mal genau erklären, warum, aber es strahlt einfach so eine Ruhe auf mich aus. Und es hat so was Abstraktes. Und es ist eigentlich gar kein besonderes Foto, aber die Wirkung ist irgendwie stark auf mich. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ja auch so. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, generell, wann immer ihr irgendwas zu diesen Fotos denkt, was ihr loswerden wollt. Lasst es auf jeden Fall in den Kommentaren. Ich lese mir alles durch und ich beantworte auch jeden Kommentar und ich freue mich jedes Mal von euch zu lesen. Wie gesagt, wenn euch was zu dem Foto einfällt oder warum es vielleicht auch so eine Wirkung hat, lasst es mich gerne wissen. Aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Dann springe ich direkt mal zum März, denn wir haben ganz in der Nähe von unserem Haus eine Starhöhle in einem Baum entdeckt und haben da immer die Starmutter rein und rausfliegen sehen. Und so habe ich angefangen, in der Nähe eine Kamera aufzubauen und über mehrere Wochen immer mal diese Starhöhle gefilmt und gewartet, bis wir irgendwann die Küken sehen. Und das ist auch passiert und war irgendwie einfach magisch. Wir haben wochenlang eigentlich damit verbracht, immer wieder dieses Video-Footage zu sichten und zu gucken, wann dann mal die ersten Köpfchen aus dieser Starhöhle rausgucken und zu sehen, wie diese Küken heranwachsen und sich jeden Tag so ein bisschen mehr raustrauen und ein bisschen weiter rausschauen und wie die Mutter Futter reinbringt und aufräumt und irgendwann mehrere Köpfe da rausgucken, die auch so ein bisschen zerzaust wirken, weil die noch dieses Kükengefieder dran hatten. Das war irgendwie magisch. Also jeder, der mal die Chance hat, sowas zu beobachten, dem kann ich wirklich nur empfehlen, sich die Zeit zu nehmen, denn das ist wirklich, wirklich schön und vergisst man so schnell nicht. Kurz danach haben wir dann auch die Krötenwanderung bei uns in der Nähe im Wald beobachtet und auch fotografiert und gefilmt. Und meine Freundin Vivi hat auf ihrem YouTube-Kanal auch ein größeres Video dazu gemacht, wo sie das ganze Konzept der Krötenwanderung erklärt und auch ihre Fotos teilt. Da sind wirklich schöne Fotos und auch Aufnahmen bei rausgekommen. Das kann ich nur empfehlen und verlinke ich einmal unter dem Video. Ich habe Fotos gemacht und weniger gefilmt und da sind auch ein paar richtig schöne Aufnahmen bei rausgekommen, die mir sehr gefallen, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Augen von Kröten sind irgendwie, die ziehen einen irgendwie in ihren Bann und dazu finde ich, kann man Kröten sehr, sehr leicht fotografieren. Also jeder, der mit der Wildlife-Fotografie so ein bisschen anfangen will und generell immer das Problem hat, dass die Tiere ihm oder ihr vor der Nase weghuschen, Kröten kann ich wirklich sehr empfehlen, denn ich bin auch nicht immer der Schnellste und die lassen einem alle Zeit der Welt, ein paar coole Fotos zu machen. Im April hat es dann nochmal richtig dolle geschneit bei uns und ich bin rausgegangen und habe Rotkehlchen im Schnee fotografiert. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das verlinke ich auch unten drunter. Ist ganz, ganz kurz, nur 3 Minuten mit Impressionen und Fotos. Und da ist dieses Foto bei rausgekommen, was mir sehr, sehr gut gefällt, denn es hat diese klassische Balance und Ruhe und Aufgeräumtheit, die ich in meinen Fotos gerne habe. Jeder, der mir schon länger folgt, weiß das ja, dass ich meine Fotos immer gerne sehr clean und aufgeräumt habe. Und das ist eins von diesen Fotos, an denen ich nicht wirklich viel gemacht habe. Es ist einfach durch den Schnee und das Rotkehlchen, der perfekte Kontrast. Das Rotkehlchen springt sofort raus und ist sehr auffällig. Ich mag, dass das Rotkehlchen nicht den Ast links über dem Kopf schneidet und dass es generell ja nicht irgendwie
groß verdeckt wird, außer von diesem einen Ast, der hier entlang geht. Aber ich finde, das ist noch vertretbar. Im Mai habe ich es dann endlich mal geschafft, ein Eichhörnchen zu fotografieren. Und ich habe viele Eichhörnchen fotografiert, aber ich war nie wirklich glücklich mit den Fotos, denn meistens hat man das Problem, dass der Himmel hinter den Eichhörnchen sehr hell ist, weil man immer so ein bisschen schräg nach oben fotografiert. Und dann hat man immer so ein sehr kontrastreiches Foto, wo das Eichhörnchen so ein bisschen verwaschen ist und der Himmel sehr stark die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und so war ich umso glücklicher, dass ich dieses Eichhörnchen hier dabei fotografieren konnte, wie es eine Nuss knuspert. Und das hat mir auch glücklicherweise die Zeit gelassen, die ich brauchte, um ein gutes Foto zu machen. Denn ich bin mit Eichhörnchen und Fotografieren immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, denn die sind immer schneller als ich. Oder ich bin zu langsam. Und das hat sehr, sehr schön gepasst. Was mir an dem Foto gefällt, ist dieser Farbkontrast von dem orangen Eichhörnchen zu den grünen Nadeln. Und dass das ganze Eichhörnchen so schön eingerahmt ist von den Nadeln. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und gefällt mir über das ganze Jahr hinweg auch irgendwie immer besser. Im Juli kam dann die XH2S raus und ich habe die Kamera eine Woche lang sehr, sehr intensiv genutzt. Wer das Video gesehen hat und die Fotos darin gesehen hat, der weiß das ja. Ich habe extrem viel fotografiert in der Woche. Ich glaube, ich habe mehrere tausend Fotos gemacht. Und dabei habe ich direkt am ersten Tag dieses schöne Foto von den zwei Schmetterlingen aufgenommen. Und das war so ein Moment, der irgendwie ganz besonders war, denn der hat nur ganz, ganz kurz angehalten. Der eine Schmetterling, der untere, saß schon dort. Der zweite ist dazugekommen. Ich habe das Foto gemacht und direkt danach sind auch beide wieder ihrer Wege geflogen. Und einmal mag ich diesen Bogen, der einmal längs durchs Bild geht und so ein bisschen geschwungen wirkt. Dazu sind die Augen von den Schmetterlingen fast auf einer Höhe, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und es sieht aus, als würden die sich angucken, was ich irgendwie auch schön finde. Und dazu sind beide auch noch im Fokus, weil sie genau in einer Schärfeebene sich abgesetzt haben. Da war ich auch sehr dankbar für. Und ja, das ist einfach so eine schöne Momentaufnahme, die eine Sekunde später nicht mehr war. Einen Tag später bin ich dann in den Wald um die Ecke gegangen und hatte das Glück, direkt frühmorgens einen Fuchs zu treffen, denn ich war interessiert daran, möglichst viele verschiedene Tiere mit der Tracking-Funktion zu fotografieren und zu filmen und wollte einfach mal schauen, wie das so funktioniert, ob das gut funktioniert, damit ich dann meine Meinung in dem Review wiedergeben kann. Der Fuchs hat relativ lange da gestanden mit mir, genauso wie auch am Ende des Jahres, dann im Schnee, vielleicht war es der gleiche, ich weiß es nicht, an fast der gleichen Stelle. Es war auch so eine Situation, wo wir uns ganz lange angeschaut haben und ich habe in Ruhe fotografiert und dann ist er irgendwann einfach ganz langsam weiter seines Weges gelaufen und schien keine Angst zu haben, schien sich nicht irgendwie bedroht gefühlt zu haben, was mir immer sehr wichtig ist. Ich versuche lieber immer ein Stück zurückzubleiben und vielleicht nicht das beste Foto zu machen, was man in dem Moment machen kann, aber dafür den Tieren ihre Ruhe zu lassen, gerade wenn man sieht, dass sie einen entdecken, dass man nicht sich dann zu hektisch bewegt oder noch versucht, noch näher zu kommen oder schnell noch ein besseres Foto zu machen, bevor der Moment vorbei ist. Ich bleibe dann lieber einfach stehen und signalisiere, dass ich nicht vorhabe, näher zu kommen und irgendwie zu stören. Und dabei ist dieses Foto entstanden, was mir wirklich sehr gut gefällt. Ein paar Tage später habe ich dann versucht, Möwen im Flug zu fotografieren und das hat auch relativ gut funktioniert. Und eins dieser Fotos, das ist mir das Jahr über immer mehr ans Herz gewachsen, wenn ich es angeschaut habe, denn es hat diesen perfekten Bogen, der einmal von dem Flügel über den Körper auf den anderen Flügel geht. Und generell, finde ich, drückt das einfach so eine Art von Ästhetik und Freiheit aus. Schwer zu erklären, aber immer wenn ich es anschaue, dann bin ich irgendwie zufrieden mit dem Foto und ich mag, dass diese Lücke zwischen dem linken Flügel und dem Kopf besteht und der Flügel nicht irgendwie den Schnabel schneidet oder irgendwas sich gegenseitig überdeckt. Das ist an ein paar Stellen leider einen Tacken ausgebrannt. Das finde ich aber verschmerzbar in dem Foto. Generell bin ich da ein bisschen pingelig, aber in dem Foto finde ich das okay. Das war auch pralles Sonnenlicht und ich glaube, ich habe damit ein paar Tausendstel Sekunde fotografiert und die Blende schon zugehabt und ISO ganz runter und trotzdem
war es so, wie es war, denn sonst wäre wahrscheinlich der Rest, der so ein bisschen im Schatten liegt, sehr verdeckt gewesen und sehr dunkel gewesen. Und so habe ich mich dafür entschieden. Ja, einfach ein schönes Foto, was mir sehr gut gefällt. Während die erste Hälfte des Jahres sehr, sehr stark von Wildlife geprägt war, sind wir dann im August in den Urlaub gefahren und da habe ich ein paar mehr Landschaften fotografiert. Wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich generell einfach fotografiere, was ich vor die Linse kriege und was mich gerade inspiriert. Und ich wohne in einer Gegend, in der die Landschaften für die Art von Fotografie, die ich gerne mache, nicht super gut geeignet ist. Ich konzentriere mich dann oft eher auf irgendwie Makros oder so minimalistische Sachen oder halt Wildlife, wenn es in der Gegend hier gut geht. Und dieses Jahr ging es sehr, sehr gut, anstatt zu versuchen, irgendwas möglich zu machen, was sich irgendwie falsch anfühlt und nicht möglich ist. Wir sind dann aber an die Nordsee und an die Ostsee gefahren und die Landschaft da war wunderschön und ich habe ein paar coole Landschaftsfotos gemacht. Wir haben den ersten Abend in Schillig verbracht mit unserem Van und das war sehr cool. Da habe ich auch noch ein paar Möwen fotografiert und wir sind ein bisschen am Strand entlang gelaufen. Am dritten Tag ging es dann an die Ostsee und da haben wir auf so einem Bauernhof geschlafen mit unserem Van auf der Wiese. Und das war ehrlich gesagt unglaublich. Wir haben zwischen den Schafen gestanden. Die sind einfach wild über die Wiese gelaufen. Man ist morgens manchmal davon aufgewacht, dass sich so ein Schaf am Auto geschubbert hat. Man hat es pausenlos mähen gehört. Hühner waren auch da. Das ganze Ding war auch ein Riesenspielparadies für unsere Tochter, denn da waren ohne Ende Spielgeräte und Trampoline und all sowas. Und so sind wir dann eines Abends losgezogen und haben diesen Steinstrand hier aufgesucht. Das ist, glaube ich, die Brodener Steilküste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der ganze Abend war absolut chaotisch. Wir sind viel zu spät angekommen. Der Himmel hat sich schon so langsam angefangen zu färben. Da sind überall Rehe, die frei rumlaufen. Das ist total wild. Und meine Freundin kann an keinem Reh vorbeigehen, das frei rumläuft, ohne es zu fotografieren. Und ich hätte an dem Reh vorbeilaufen müssen, um zu diesem Spot zu kommen. Also bin ich stehen geblieben und habe sie in Ruhe fotografieren lassen. Habe versucht, nicht zu drängeln. Ich glaube, ich habe es auch nicht gemacht, aber ich war innerlich so ein bisschen im Stress, denn der Himmel ist immer roter geworden und wir wussten nicht genau, wo es lang geht. Und ich hatte natürlich keine Komposition im Sinn. Als wir dann endlich in der Nähe von dieser Steilküste waren, konnten wir auch runterschauen, aber wir haben keinen Weg nach unten gefunden. Und so sind wir einfach mal nach rechts gelaufen, in unserer Hektik, gar nicht dran gedacht, vielleicht mal auf eine Karte zu gucken. Sind dann nach rechts gelaufen, so 5 Minuten, der Himmel wurde immer roter. Irgendwann haben wir Leute gefragt, die uns begegnet sind. Die haben uns dann gesagt, dass wir 5 Minuten in die falsche Richtung gelaufen sind und wir direkt neben der Treppe nach unten waren, als wir angefangen haben, nach rechts zu laufen. Also sind wir den ganzen Weg wieder zurück. Ich bin dann irgendwann die Treppe wie bekloppt runtergerannt. Habe dann unten den ersten Stein gefunden oder den ersten Stein genommen, der irgendwie anders aussah als alle anderen, irgendwie farblich interessanter aussah oder von der Helligkeit zumindest. Habe dann hier diesen Stein entdeckt und habe die Kamera ausgerichtet, sofort ein Foto gemacht und ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Aufnahmen gemacht mit verschiedenen Belichtungen zur Sicherheit und danach war das Licht weg. Also ich hatte wirklich diese 2 Minuten oder so, die ich da diese Langzeitaufnahmen gemacht habe, genutzt, um das Foto zu machen und danach war das Licht weg. Jeder, der Landschaften fotografiert, kennt das. Das Licht ist da, dann ist es weg innerhalb von 2 Sekunden und es ist, als wäre nie was gewesen. Und ich habe zum Glück diesen Moment festhalten können. Das hat mich sehr gefreut. Das Foto strahlt auch wieder eine unglaubliche Ruhe auf mich aus, wie ehrlich gesagt die meisten Fotos, die ich mache, die mir sehr gut gefallen, die haben irgendwie alle gemein, dass ich sie anschaue und eine Form von Ruhe empfinde. Ganz in der Nähe von unserem Schlafplatz war diese Seebrücke hier. Und diese Seebrücke ist irgendwie unglaublich schön. Die ist geformt wie ein Vogel, wenn man von oben drauf blickt. Und ich war 3 Morgende da. Es war August, also sehr, sehr früh hell. Ich bin also 3 Morgende um 4 Uhr morgens aufgestanden und dahin gelaufen. Und kein Urlaub ohne Fail. Wer mein letztes Video über den Jahresrückblick 21 gesehen hat, der wird sich vielleicht daran erinnern können, wie ich unser Gepäck auf dem Parkplatz habe liegen lassen. Dieses Mal habe ich fast unsere XH2S gecrashed, denn ich habe auf einem nassen Tisch morgens die Objektive gewechselt
und das Objektiv angedreht und die Hand drauf gehalten, nicht gesehen, dass der Tisch nass war. Und dann ist mir das lange Teleobjektiv mit der Kamera drunter so weggeklappt und die Kamera vom Tisch gerutscht, ohne Objektiv, auf die nasse Wiese, die voll mit Tautropfen war. Und dann bin ich super nervös geworden und habe schnell irgendwie geguckt, nichts gesehen, weil es 4 Uhr morgens war und dunkel. Einfach irgendwie einmal mit der Hand übers Bajonett gegangen, Objektiv draufgeschraubt, bin losgegangen, auf dem Weg einmal die Kamera an- und ausgemacht, geguckt, ob die Kamera noch funktioniert oder irgendwie eine Fehlermeldung hat, weil irgendwie Wasser in die Kontakte oder in die Elektronik gekommen ist, war nix. Dann habe ich auch, während ich gegangen bin, ich kann mir sowas dann auch nie warten, ich hätte einfach warten können, aber ich dachte, ich mache es lieber auf dem Weg, warum auch immer. Habe dann auf dem Weg geguckt, ob irgendwie Sensorflecken drauf sind, weil ich mit der Kamera natürlich danach fotografieren wollte. War auch nix. Und dann bin ich an der Seebrücke angekommen und habe auf der Seebrücke das Objektiv abgemacht, was ich eigentlich nicht machen wollte, denn deswegen habe ich es neben unserem Van auf dem Tisch gemacht, weil ich dachte, bevor mir am Ende die Kamera ins Wasser fällt, mache ich das lieber hier. Was kann schon passieren? Und dann habe ich das auf der Seebrücke gemacht und habe dann gesehen, dass absolut kein Tropfen Wasser in die Kamera gekommen ist. Ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist. Es ist kein Tropfen Wasser in die Kamera gekommen. Die Kamera hat es überlebt. Alles ist gut gewesen. Dann habe ich die Kamera ausgerichtet, habe Fotos gemacht. Der Morgen war nicht so schön, das war einer der ersten Morgende. Dann bin ich am zweiten Morgen nochmal hin. Das Licht war okay, aber immer noch nicht so der Hammer. Und dann bin ich am allerletzten Morgen vor der Abfahrt nochmal um 4 Uhr morgens dahin und hatte die Hoffnung, dass das Licht vielleicht ein bisschen schöner ist. Und ich wurde mit diesem wunderschönen Sonnenaufgang belohnt, der die ganze Zeit wettgemacht hat, die ich da verbracht habe. Ich meine, es war auch nicht die schlechteste Zeit, die ich da verbracht habe. Jeden Morgen war es schön. Es sind jeden Morgen da die Schwalben lang geflogen, sobald das erste Sonnenlicht auf der Brücke war. Und das war irgendwie auch immer so ein Schauspiel. Aber dieser Morgen war definitiv das schönste Licht, was ich das ganze Jahr über hatte. Ich habe dann mehrere Fotos gemacht, aber das ist definitiv mein Favorit vom ganzen Urlaub gewesen und von der Brücke gewesen. Ein paar Sätze zur Komposition. Ich habe aufgepasst, dass das Dach von dem Häuschen, was da ist, nicht mit dem Wald oder dieser hügeligen Landschaft im Hintergrund verschmilzt. Das heißt, ich habe die Kamera so ausgerichtet, dass ich eine kleine Lücke habe zwischen diesem Wald und dem Häuschen, damit der Himmel dazwischen sichtbar ist und sich das Ganze abhebt, weil ich schon wusste, dass das Ganze eher ein dunklerer Vordergrund wird. Und wenn ich diese Abgrenzung nicht geschaffen hätte, dann wäre das ein so ein Brei gewesen und das hätte nicht so schön gewirkt. Ich habe darauf geachtet, dass über der Brücke noch der See sichtbar ist und diese Brücke nicht mit dem Hintergrund verschmilzt, aus dem gleichen Grund wie bei dem Häuschen, denn das hätte der Brücke so ein bisschen die Form genommen. Und ich habe bewusst bei dem Foto keine Langzeitbelichtung gemacht, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Langzeitbelichtungen wirken immer sehr ruhig, aber auf gewisse Ebene auch falsch ruhig, wenn das Sinn ergibt. Denn meistens machen Langzeitbelichtungen ja ein Bild ruhig, also von Wasser spreche ich jetzt. Langzeitbelichtungen machen ja meistens ein Bild ruhig, das eigentlich nicht ruhig ist. Hier hingegen war es sehr ruhig und ich mochte diese ganz leichte Struktur im Vordergrund auf dem Wasser, denn die hat gezeigt, wie wirklich ruhig das Wasser war, ohne dass ich es komplett glatt zeichne. Und deswegen mag ich diese ganz leichte Struktur im Vordergrund auch sehr. Und das ist vielleicht auch was, was ich euch an der Stelle noch mit auf den Weg geben möchte. Wenn ihr zu einem Spot fahrt und ihr kriegt nicht das Licht, was ihr habt, aber ihr wisst, dass ihr den Spot unbedingt irgendwann nochmal fotografieren wollt, dann macht es vielleicht wie ich und nutzt die Tage, an denen das Licht nicht so toll ist und schaut euch einfach ein bisschen genauer Kompositionen an, die funktionieren. Denn ich habe all die Kompositionen, die ich durchfotografiert habe in 5 bis 10 Minuten an dem Morgen, in 2 Stunden, 3 Stunden davor schon getestet und wusste, was funktioniert und was nicht. Denn auch wenn das ziemlich straightforward aussieht, dieses Foto, es war nicht ganz einfach, dass das alles am Ende wirklich so aussieht, wie es aussieht. Und wenn ich die Zeit vorher nicht investiert hätte, um die Fotos zu machen, wo das Licht nicht so schön war, dann hätte ich an dem Tag hier wahrscheinlich nur ein Foto hingekriegt.
Und ich weiß nicht, ob ich damit am Ende so glücklich gewesen wäre, wie ich jetzt geworden bin. Ende August habe ich dann mein Herbstlandschaftsfoto des Jahres gemacht, obwohl noch gar kein Herbst war, denn im Herbst habe ich gar nicht so viele Landschaften fotografiert, um ehrlich zu sein. Die Dürre im Sommer war so krass, dass die Bäume sich teilweise schon rot gefärbt haben und orange. Und das Foto hier zeigt das sehr, sehr gut. Und das Besondere an dem Foto, neben der Färbung der Bäume, die eigentlich im August noch gar nicht so aussehen sollten, ist für mich die Röte des Himmels. Denn ich war mit meinem Nachbar dort und wir haben die Kamera beide ausgerichtet, um ein Foto zu machen. Und wir haben gewartet und gewartet und der Himmel wurde immer dunkler und immer blauer und immer dunkler. Und so recht kam nichts durch. Und als er dann die Kamera schon abgebaut hatte und sich andere Sachen gesucht hat, die er fotografieren wollte, ist plötzlich der Himmel rot geworden und ich hatte meine Kamera noch da stehen und habe schnell ein Foto gemacht. Und das war auch so einer von diesen Momenten, wo mir klar geworden ist, dass man die Kamera nicht zu früh abbauen sollte, denn öfter mal bereut man es, denn der Himmel wird häufig erst nach der blauen Stunde so richtig rot und kriegt dieses magische, dunkelrote Glühen im Himmel. Und das kann dann manchmal einfach sein, dass da eine Wolke vor der Sonne war und die hat sich bewegt und dann scheint die Sonne plötzlich durch und erleuchtet all die Wolken, die man da hat. Und so kann das schnell mal gehen, dass man einen Sonnenuntergang auch verpasst, wenn man zu schnell einpackt. An dem Foto gefällt mir besonders gut die Reflexion von den Wolken auf der Moselschleife und generell, dass die Moselschleife sich so von den Feldern drumherum und der Landschaft drumherum abhebt. Und generell finde ich auch die Symmetrie von der Moselschleife sehr, sehr schön, denn die sieht fast aus, als hätte man die in der Mitte gespiegelt. Das ist zum Beispiel bei der Moselschleife in Bremen nicht so und das finde ich hier sehr, sehr schön. Im September kommt dann was, was nicht unbedingt ein Foto des Jahres ist, aber definitiv für mich ein Highlight des Jahres. Ich habe die Gelegenheit bekommen, für MPB einen Artikel über Astrofotografie zu schreiben und darüber habe ich mich sehr gefreut. Das war eine tolle Gelegenheit. Ich habe da so ein bisschen über meine Anfänge in der Astrofotografie, aber auch wie man selber anfangen kann, wenn man gerne möchte, geschrieben. Also worauf es zu achten gilt, was für Equipment man braucht, welche Apps einem helfen, die Sterne und die Milchstraße und so weiter, die Richtung zu deuten und wie ich das Ganze dann am Ende auch stacke. Also wenn ihr daran Interesse habt, ich verlinke den Artikel auf jeden Fall mal unten drunter. Wenn ihr euch für Astrofotografie interessiert, dann schaut euch den gerne mal an und lasst mir auch gerne einen Kommentar da, wenn ihr möchtet, wie euch der Artikel gefallen hat. Im September hat es dann nach einer gefühlten Ewigkeit endlich mal angefangen zu regnen und ich wollte rausgehen und Tropfen fotografieren. Das hatte ich irgendwie den ganzen Sommer schon vor, aber es hat nun mal nicht geregnet und so wollte ich das dann im September machen. Und was dann passiert ist, ist dieser kleine Feuersalamander, der vor uns aufgetaucht ist und den das eine Mal ich vor meiner Freundin gesehen habe, denn normalerweise hat die immer den Wildlife-Radar und sieht jedes Tier vor mir und so hatte ich dann das Vorrecht, das Tele zu benutzen und 3 Minuten um diesen Feuersalamander zu tanzen und zu versuchen, die beste Perspektive rauszukriegen. Und das Interessante ist, dass der sich wirklich nicht bewegt hat, solange ich ihn fotografiert habe, obwohl ich nicht unbedingt unauffällig war. Und als ich meiner Freundin dann die Kamera gegeben habe, ist er sofort weggegangen. Und das hat mir dann auch ein bisschen leid getan. Aber dabei ist definitiv dieses schöne Foto rausgekommen, was es auch in die Geo geschafft hat, zumindest auf die Website, zu den Leserfotos des Jahres. Das hat mich sehr gefreut. Das ist zwar erst jetzt im Januar passiert, aber es ist ja ein Foto aus letztem Jahr, deswegen erwähne ich es jetzt mal noch. Und diesen Artikel kann ich euch auch sehr empfehlen, denn da sind so viele schöne Fotos, ganz abgesehen von diesem jetzt, sind da noch unglaublich viele andere schöne Fotos, die es definitiv wert sind zu sehen. Ich verlinke den mal unten drunter und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal reinschauen. Im Oktober ist dann was passiert, was ich überhaupt nicht erwartet hätte und was auch jetzt nichts mit irgendwie Fotos des Jahres an sich zu tun hat. Ich habe ein paar schöne Fotos gemacht von Pilzen und die habe ich auch sehr gerne. Ich würde die nicht unbedingt als Fotos des Jahres einstufen, aber definitiv als Erlebnis des Jahres, denn mit diesen Pilzen, die ich fotografiert habe, habe ich auch ein Video gemacht, was vielen von euch sehr, sehr gut gefallen hat und das hat mittlerweile, ich glaube, über 22.000 Aufrufe. Das ist mein größtes Video bisher und auch das Video, was
die größte Resonanz in Form von Kommentaren bekommen hat. Und das hat mich sehr gefreut. Der Channel ist richtig, richtig hochgeschossen in dem Moment. Es ist immer noch ein kleiner Kanal, aber ich bin von, ich glaube, 700 Followern auf mittlerweile über 2000 gesprungen, wo ein großer Anteil an diesem Video hängt. Und da möchte ich mich nochmal sehr für bedanken, dass ich so viel positive Resonanz für dieses Video und die Videos, die danach kamen, bekommen habe. Und ich freue mich sehr, dass meine Videos euch so gefallen und dass ich es schaffe, mit den meisten meiner Videos zumindest, das hier gehört wahrscheinlich nicht dazu, euch auch einen Mehrwert zu bieten, der euch dazu bringt, immer wieder reinzuschauen. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ohne euch würde ich dieses Video hier wahrscheinlich gar nicht machen. An dieser Stelle möchte ich dann auch direkt mal auf 2023 schauen und überlegen, was ich vielleicht in 2023 machen könnte und was ich hier vielleicht erwarten wird. Ich möchte definitiv ein bisschen mehr mit YouTube Shorts rumprobieren und ich weiß, dass das nicht für jeden was ist, das ist auch völlig okay. Ich werde die langen Videos nicht sein lassen. Ich werde immer weiter auch lange Videos machen, wenn ich zu einem Thema ein bisschen mehr zu sagen habe. Ich habe aber definitiv zu vielen Themen ein bisschen was zu sagen. Da wird auf YouTube generell nicht so viel drüber gesprochen, aber eure Zeit, die Zeit der Zuschauer ist sehr, sehr wertvoll und ich weiß eure Zeit sehr zu schätzen. Deswegen finde ich, dass YouTube Shorts eine grandiose Möglichkeit sind, kleine Infohäppchen in kurzer Zeit zu verpacken, die wichtig und relevant sind und vielen vielleicht auch helfen, die aber kein ganzes Video rechtfertigen, was ich dann auf 10 Minuten pushe mit Rumgelaber. Deswegen möchte ich gerne mehr Shorts machen, wo ich einfach so ein paar Infohäppchen verpacke. Und ich denke, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Generell hoffe ich auch, dass ich mehr On-Location-Tutorials machen kann, wie zum Beispiel dieses große Pilz-Tutorial, was ich gemacht habe, denn das hat euch ja offensichtlich sehr, sehr gut gefallen. Und ich will noch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, was ich da vorhabe, denn falls ich es nicht schaffe, möchte ich nicht darauf festgenagelt werden. Es ist dann immer sehr unangenehm, wenn man einen Haufen Zeug ankündigt, was man dann nicht macht. Aber ich möchte ein bisschen mehr rausgehen mit der Kamera und ein bisschen mehr draußen sprechen. Und ich möchte auch ein bisschen mehr vielleicht einzelne Fotos durchsprechen, die ich gemacht habe, bei denen ich es aber nicht geschafft habe zu filmen, während ich da war. Wie ich das jetzt zum Beispiel mit dem Foto von dieser Seebrücke gemacht habe, wo ich meine Komposition erkläre und erkläre, warum das Foto so wirkt, wie es wirkt und worauf ich geachtet habe. Denn ich denke, das kann gerade vielen Leuten, die anfangen zu fotografieren, eine große Hilfe sein. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann kann ich gar nicht fassen, dass ihr bis hierhin geschaut habt, denn ich habe ziemlich viel geredet. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieses Video, denn da spreche ich über meine Fotos aus 2021. Alle Links, die ich erwähnt habe, die werde ich unten drunter packen, alle Sachen, die es irgendwie anzuschauen gibt. Und ich freue mich sehr, euch beim nächsten Video zu sehen. Tschüss.